Jetzt willkommen zurück zum Bowser Cup oder Bowser Cup. Habe ich ja jetzt schon einmal drüber geredet, deswegen mache ich es jetzt nicht nochmal. Also über Bowser und Bowser. Ja, was ich gerade sagen wollte, als ich gerade den Save State geladen habe, hat es immer nur die ersten Sekunden von dem Sound abgespielt. Oder des Soundes von mir aus. Und die immer wieder wiederholt. Genau, wieder wiederholt. Ja, auf jeden Fall die immer wiederholt und dann war das immer nur so ganz kurz nochmal, also ganz kurz normal, ganz kurz normal. Ich dachte, habe erst gedacht, es geht jetzt für nicht mehr weg, also nicht mehr weg, dann habe ich das Spiel neu gestartet. Und dann ging es wieder. Also, alles gut. Alles gut, genau. Ich habe das Wort gerade verschluckt, das passiert mir öfters, sorry. Komm ruhig, Todd. Ach man, jetzt geht er. Ich hasse es, wenn irgendjemand in den Weg fährt, wenn man jemanden anvisiert. Außer natürlich in solchen Fällen, da wäre es ganz gut. Oh, Donkey Kong. Nicht mal so schlecht. Fast tot getroffen. Oh, da war gerade Knochen trocken. Ja, wie knapp war das? Ich hab's einfach gesehen. Oh. Ah, erstmal gut. Ach, was mache ich denn jedes Mal? Ich bin es jetzt gewohnt, dass ich nur Items bekomme, die man nach hinten ablegen kann. Wow. Wäre ich jetzt nicht geschützt gewesen, wäre ich voll reingefahren. Durch den Drift ist man ja geschützt, habe ich bestimmt schon mehrmals gesagt. Aber es schadet ja nicht, etwas mehrmals zu sagen. Naja, Bowser Castle direkt geschafft. Und dann geht's heute mit der Castle Wall. Genau diese Strecke. Runde 2, Skip. Ich finde es ein bisschen langweilig, dass alle das gleiche Kart haben. Außer halt ihr Zeichen darauf, aber. Das ist meiner Meinung nach nicht wirklich ein großer Unterschied, ob da jetzt ein Zeichen drauf ist oder nicht. War das schon beim ersten Mal so, das Kamek? Ne, Kamek kam erst beim zweiten Mal. Die Kurve hier mag ich übrigens ziemlich. Und ja, man kann Kurven mögen. Ah, Mist. Das war sehr schlecht, das sehe ich sogar selbst ein. Kamek ist hier eher ein Vorteil für mich. Als ein Nachteil. Weil die anderen fahren außen rum und ich nehme einfach die Abkürzung. Außer natürlich, man bekommt die Abkürzung nicht hin. Aber ich habe die bisher, glaube ich, immer hinbekommen. Außer einmal höchstens. Außer einmal höchstens, ja. Aber warum sind in der letzten Runde kommen? Sowas ist unnötig. Zack. Bei 8 Münzen bin ganz gut mit dabei. Uff. Noch eine bekommen. Nee, nee, nee. Bitte, 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 bitte. Yes. Nice. Jetzt kommt Kamek noch mit dazu, genau. Ja. Diesmal sieht man es hier, also man sieht sogar hier in der
in diesem Vorschaubild, das Kamek da mit rumhängt. Okay. Und diesmal wieder die tolle Hand. Ich finde die Hand irgendwie... Keine Ahnung, was ich davon halten soll. Ich bin schon irgendwie gar nicht mehr gewohnt, die Strecke so rumzufahren. Oh, jetzt kam ich dabei. Bowser. Wow. Man muss ja echt aufpassen, was ich so manchmal nach hinten ablegen. Ich habe schon wieder so gesagt. Ah. Wer ist das da vorne überhaupt? Der Typ, der gerade durchsichtig ist. Warum ist der durchsichtig eigentlich? Nein, 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 nein. Bitte, ich möchte wenigstens Donkey Kong. Es ist Wario. Idiot. Ich habe ihn doppelt verarscht. Ich habe ihn damit getroffen und dann noch dieses Lenkradteil abgegeben. Nein, warum fahrt ihr da alle an mir vorbei? Krieg euch. Nein. Ah, das. Ich habe mich zu sehr darauf verlassen, dass ich ihn jetzt damit schlage. Und ich habe es nicht geschafft. Nein. Das gibt es nicht. Also. Oh Mann. Ganz ehrlich, ich freue mich schon richtig auf diesen Regenbogen-Cup, weil der nicht so schlecht ist. Oder zumindest nicht so schwierig. Ja, ich weiß, ich sage andauernd, es ist schlecht, obwohl ich es einfach nur nicht hinkriege. Also funktioniert das nun mal? Wer? Oh, Scheiße. Ich habe übrigens nichts irgendwie rumgeworfen. Ich habe bloß den Controller auf meine Tastatur hochgehoben. Mir ist der aus der Hand gerutscht und dann habe ich den wieder hochgehoben. Währenddessen er runtergefallen ist, habe ich ihn aufgefangen. Ich stelle jetzt eine Theorie auf. Ich wurde zuerst Dritter, dann Zweiter und was folgt logischerweise? Genau Fünfter, nein. Natürlich Erster, aber trotzdem. Ja, es sieht sehr gut aus. Es sieht gut aus. Es sieht wirklich sehr gut aus. Danke. Strecke Nummer 4. Ja, es geht tatsächlich mit Strecke Nummer 4 los. Und ratet mal, was man hier gewinnen kann. Den Triple Boo. Also, man hat zwar schon gesehen, was man gewinnen kann, aber trotzdem ratet es mal. Nein, man kann den Triple Boo gewinnen. Es ist auch sinnlos zu sagen, ratet und das dann direkt zu verraten. Verraten und raten, genau. Nein, aber es ist wirklich sinnlos. Naja. Man bekommt nur Triple-Items, die man nicht verwenden kann. Ich verstehe diesen Sinn nicht. Bah, nein, 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 nein. Aber diesmal habe ich mir sowas überlegt. Aber trotz meiner Fehler hoffe ich, dass Kamek mir bei dem Ganzen noch etwas aushelfen wird.
Was auf Zauber ist halt hin, wenn ich gerade dort bin. So. Mann. Okay, jetzt kann ich. Halt, mir sind die Pflanzen da oben noch nie aufgefallen. Uff. Wupp, wupp, wupp. Sorry. Nein, 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 nicht schon wieder. Nein, 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 nein. Nein! Oh nein, 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 nein! Ich erreiche die halbe Stunde noch, ich sag es. Ich sag es. Oh nein! Halbe Stunde, ja, halbe Stunde erreicht. In der letzten Runde kommen diese Vollidioten natürlich direkt wieder. Ach ja. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ihr braucht nicht zu applaudieren, habe ich schon mit links gemacht.